Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier dieses Gebiet. Wie heißt es hier? Lass mal schauen. Ist sogar hier irgendwo, okay. Libertalia. Genau. Diese Radar-Basis angefangen zu stürmen. Und ja. Damit machen wir heute weiter und du hängst jetzt echt so daran, ehrlich. Okay, ich dachte, da wäre so ein Gegner, der sich so da irgendwie angelehnt hätte, nachdem ich ihn getötet hätte. Okay. Ich bin immer noch nicht gewusst, was ich offscreen leveln soll, verdammt. Gut. Egal. Level war noch nicht in diesem Part auf, aber holen wir uns das Level auf jeden Fall. Wie viel Atom ihn? Sehr gut. Viele Minen und Granaten kriege ich hier. Ich sollte mal vielleicht irgendeine ausrüsten, wie ich immer loswerde. Gut. Scheint sich ein bisschen beruhigt zu haben, die Lage hier. Irgendwo hier ist noch ein Gegner. Ich habe ihn noch gesehen. Nur wo? Dieses Zeichen von diesem Gebiet, dieser Kreis, ne? Diese Kugel, der erinnert mich voll an hier, an Power Ranger, Ninja Storm. Hier der grüne Ranger, der hatte ja irgendwie so eine Kugel, mit der er sich verwandeln konnte, und irgendwie so sieht der Teil aus. Ich denke, ich stelle mir vor, irgendwie, dass hier so ein Samurai-Ninja irgendwie um die Ecke gesprungen kommt. So, ach, von da hätte man bestimmt da hingehen kommen, ne? In den einen Raum. Man müsste ja irgendwie wieder rauskommen, ne? Ging ja nicht. So. Ist ruhig, zu ruhig. Wo sind die ganzen Raider auf einmal? 68 Impacts. Wären gar nicht mehr so viele. Weiß nicht, letztens habe ich doch mal geguckt, da habe ich 62 gehabt, so vor 2-3 Parts. Wären gar nicht mehr. Und hier führt irgendwie kein direkter Weg hin. Da schon? Ich glaube nicht, ne? Da noch irgendwas? So. Na? Ma. Okay, gehen wir da rein. Wird schon irgendwas sein, wo wir nicht waren, oder? Ah, tatsächlich noch nicht. Und auf jeden Fall safe, der expertenmäßig verschlossen ist. Yay. Geschafft. Yay. Munition könnte mir ruhig geben, habe ich kein Problem. So. Muss ich wohl rüber schwimmen, habe ich das Gefühl, oder? Wie? Was? Warte mal. Wo kam ich jetzt? Ich bin jetzt voll verwirrt. Ich kann auch von da. Also, wollte schon sagen. Dann gehen wir mal zu diesem großen Teil da. Wohl da war ich, glaube ich, noch nicht. Nur Balanceakt. Balanceakt. Ja, hier war ich noch nicht. Daraus besteht irgendwie das gesamte Spiel, habe ich das Gefühl. Wo war man? Wo war man noch nicht? Wenn man da schon war, geht man da nicht hin. Wenn man nicht war, geht man. Nein. Okay, das sieht sehr komisch aus. Also wie ein Street, boah. Minuteman, Verkäufer, Siedler. So wie ein Street Fighter.
Ist der Gegner weit entfernt? Hadouken! Hadouken! Ist der Gegner immer noch entfernt? Hadouken! Ist der Gegner nah genug ran? Shoryuken! Ist der Gegner jetzt wieder weit entfernt? Ja. Hadouken! Gibt's da, glaube ich, irgendwie so von einigen Charakteren so eine... Oh Gott. Flowchart nennt man das, wie man am besten diesen Charakter benutzen sollte. Was irgendwie eine sehr einseitige Strategie ist. Für so einen competitiven Einsatz. Hi, was geht? Du hast nicht den Fat Man, okay. Also das Gefühl, die verballern auch immer zu viel Munition. Au! Trifft doch noch genauer. Das habe ich gesehen. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich springe viel weiter in Zeitlupe. Wo ist der Typ mit dem Fat Man? Ich will einfach da irgendwo rein. Schon irgendwann treffen. So. Versuchen wir wieder ganz langsam näher zu gehen. Ich wollte nicht das Strokis mitnehmen, verdammt. Kann ich hier schlafen? Nein. Ja, Preston schießt die schön ab. Ich möchte nah genug rankommen, damit die mich nicht abballern, aber damit ich die abballern kann. Oh, hi. So kommt man da hin. So, Bayer, hi. Du bist der Anführer. Wir gehen zum Töten mit ein bisschen dauern. Das ist normaler Raider, den kriege ich. Bams. Genauso. Wo ist der mit dem verdammten... dem verdammten Fat Man? Die haben mich ja schon wieder kaputt. Oh, gewesen einer. Kann ich mal ein paar Raketen irgendwo sein? Könnte ich gerade gebrauchen. Hab schon voll viele Raketen in den letzten Parts verballert. Dann besser die als Mini-Atombomben, nehme ich an. Mini-Atombomben sind fast ein Instant-KO, je nach Gegner. Ich mal ein paar Raketen verballern, die kriege ich auch ein bisschen öfter. Das habe ich euch von hier. Das sieht ein bisschen unwahrscheinlich aus. Ja, ich sehe ihn noch nicht mal. Lecker, schmecker, klein und Mund und schnell in meinen Mund. Warum ist mir das auf einmal eingefallen? So, dann versuchen wir mal dahin zu gehen. Dafür hat wir den Weg dahin schon überleben. Ich glaube nämlich nicht. Mich triffst du nicht so einfach, glaube ich. Ja, beinahe. War, glaube ich, eine sehr doofe Idee. Hallo, na? War, glaube ich, sehr doof. Zum Glück sind sie alle abgehauen, nachdem ich hier hingekommen bin. Die hatten Angst. Au. War gar nicht geplant eigentlich, aber ich wollte so oder so runterspringen, wenn ich fast tot gewesen wäre.
Jetzt muss ich das Ding hier wieder zurückrufen. Ah, da bist du jetzt. Irgendwie hat Preston es geschafft, die ganze Zeit zu überleben. Ha. Ja, vor dem habe ich keine Angst, vor dem Weil ich habe Angst vor den Legendären. Ja, wo ist er? So, hat das funktioniert? Versuchen wir halt noch mal, ohne runterzufallen diesmal. Aua. Aua. Aber da bin ich gut ausgehen. Nein, da bin ich gut ausgehen. Oh nein. Oh, verpiss dich. What? Seid doch nicht so respektlos zu euren Leuten. Puff, sehr gut. Also bist nur du übrig. Wo sind die Leute mit dem Namen irgendwie nie so schwer wie die Legendären, habe ich das Gefühl. So. Ah, schön. Gut, man, boah, ey, der erschreckt mich in letzter Zeit so oft, der Typ, ey. Stärkend. Können sehen, was das macht. Okay. Das nennt man anstecken, zielen, du Anfänger. Ey. Da hast du ein Fat Man, ja. Preston, jetzt ist er weg, ne? Ja. Nee. Psst. Da, psst. Hier ist mein Vorrat. Ja, nimm einen Fat Man. Also mal aufhören, irgendwie so blöde Sachen hier aufzusammeln. Oh, ich kann nichts mehr tragen. So normal Sturmgewehr, damit kann ich nichts anfangen. Das bringt noch nicht mal Geld ein. Und so einzigartige Sachen einsammeln. Fuß! Oder? Alter, hier sind Füße und Arme, die aus den Wänden kommen. Oh. Ach, hier hätte man auch so hinkommen können. Wenn man lebensmüde gewesen wäre. Jetzt auch passen, hier ist Stimpack, das ja auch 0,1 oder so wirkt. Könnte jetzt dafür sorgen, dass ich nicht mehr rennen kann. Wenn man eine geile Basis hier so am Strand, schöner Ausblick. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Oh, hi, was geht? So, haben wir jetzt alle hier fertig getötet? Haben wir alle fertig tot gemacht? Ich glaube ja. Damit müssen wir den Raidern im Ödland einen sehr heftigen Schlag versetzt haben. Da oben warte ich jetzt. Da warte ich jetzt eine Zeitschrift und eine Wackelpuppe. Danke. Oh. Ja. Ich habe ein Strohkissen irgendwie so aufgenommen noch, glaube ich. Perfekt 1, sehr gut. Oh, hallo. US-Handbuch war für verdeckte Einsätze. Perfekt. Super. Ist auf einem schleichen Schwäger zu entdecken. Ich glaube, den habe ich jetzt voll aufgewählt, den Skill, ne? Nee, noch ein. Irgendwie bringt das aber nichts. Ich werde trotzdem irgendwie mal entdeckt, habe ich das Gefühl.
Das heißt ja, ich kann nur eine Zeitschrift davon finden. Oder? Ja, hier geht's ja nicht noch irgendwo. Mal da oben ging's noch irgendwo hin. Ah, hallo. Oh, noch verbessert. Da war doch irgendwo ganz oben der Typ. Geschafft. Ah, jetzt kann ich schon wieder nichts tragen, ne? Geil. Preston. Komm mal her. Nein, komm her. Ich kann nicht mit dir reden. Was zum? Hey, schieß los. Okay, ich schieß auf dich. Du kannst meine Sachen hier haben, meine. Hier. So. Kann natürlich sein, dass ich, falls hier meine Wackelpuppe irgendwo lag, dass ich die mit meinen Raketenwerfer vielleicht wieder durch den halben Raum geschossen habe. So, hier geht's noch. Nach oben. Wollte schon sagen. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, weil sonst könnte die überall sein. Könnte ins irgendwo im Meer sein. Aber wer weiß, ob hier eine ist. Hoffentlich. War ganz schön schwierig hier. Hier lief ein Typ mit einem Fatman rum. Wie oft ist denn das schon passiert? Da sitzt ich da hin. Ah, oh, da geht's aber noch weiter. Mal Zigarrenkiste. Nehmen wir mit. Da geht's noch höher. Nachtsicht. Wäre gar nicht schlecht eigentlich, aber ich habe schon ein besseres, finde ich. Hat auch schon Nachtsicht. Hätte man gebrauchen können, wenn ich das nicht schon vorher irgendwie alles gehabt hätte. Ja, so kommt man an die Mods, aber ich stelle mich sowieso wieder. Ja, es gibt auch schon wieder Erfahrungspunkte. So. Da oben kommt man bestimmt hier hin, ne? Da wartet bestimmt jetzt noch so der ultimative Raider-Boss. Wahrscheinlich, ne? Und das sieht aus wie eine Falle da vorne. Le Fossil Treblis. Oder Le Fossil Terribles, okay. Le Fossil Terribles. 25% Schaden und Körperteilschaden, jedoch höherer Rückstoß. Ist ja nicht genau das gleiche, was ich schon habe. Jedoch höherer Rückstand ist exakt das gleiche, was ich auch schon mal habe. Sieht die anders aus. Das ist wieder so kacke an den einzigartigen Waffen. Einzige, was das jetzt ist, ist jetzt ein Schrotgewehr, das man sich hätte auch machen können. Mit einem einzigartigen Namen. Mehr nicht. Mehr ist das jetzt nicht. Ein bisschen doof. Deswegen waren die einzigartigen Waffen in V3 besser. Aber ja, nehmen wir die trotzdem mit. Tue ich halt die ganzen Mods da reinballern. Ist kein Problem. Geschafft. Perfekt. Da wären wir also unser neues Zuhause. Wir haben nur ein von Anderson weniger nützlichen Szenen verloren. Ansonsten gab es kaum Probleme dabei, die Murlocs aus diesen alten Plötten zu vertreiben. Oh Gott sei Dank. Also ich hätte keinen Bock gehabt, gegen die zu kämpfen. Was macht ihr aus den Laden? Wir waren dort mehr links als geplant. Heute am Hunger. Zwar sehen, aber sie spielen müssen bald das hin, sonst kommen wir Probleme. War nicht so schön, unsere besten Schützen zu exekutieren, aber es muss getan werden. Haben sie vorher schon Essen gefunden? Wir waren verhungert, also habe ich nicht gefragt, wo sie das Zeug herkam. Außerdem haben meine Jungs Krawan überfallen und uns mit der Beute durchgeführt hat. Okay. Möglichkeit werden meine Leute leider trotzdem nicht satt. Klingt eigentlich noch nach gute Leute hier. Ein weiterer Kamerad hat meine Jungs beschissen. Diese Söldnerkacke, zu der wir gezwungen sind, lohnt sich nicht, wenn die Dreckskerle nicht bezahlen.
meinten sie hätten gehört. Raider. So haben sie uns genannt. Was? Hast du was Nützliches gefunden? Okay, das klang so nach Leuten, die eigentlich nur in Frieden leben wollten, aber von anderen hier die ganze Zeit angegriffen wurden und beschissen wurden. Also ja. So können Raider entstehen, anscheinend. Ich hätte das gedacht, Raider waren mal normale Leute. Wäre mir ja nie in den Sinn gekommen. Ich glaube, ich werde jetzt immer einen komischen Nachgeschmack haben, wenn ich einen Raider töte. Ach ja, Level Up habe ich auch noch. Okay. So, jetzt ganz spontan mal wieder Beweglichkeit erhöhen. Na, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 habe ich. Und ich brauche 7. Also ob ich die Wackelpuppe hab oder nicht, ist sowieso jetzt vollkommen egal. Oder, nee, das will ich nicht. Das hier will ich. Also ob ich jetzt die Wackelpuppe hab oder nicht, ist egal. Weil, wenn ich die noch nicht habe, dann könnte ich die noch finden, bekomme den Punkt dadurch. Wenn ich die schon habe, dann macht sowieso keinen Unterschied. Also mach mal Beweglichkeit. Jetzt kann ich noch 2 Level Ups, dann kann ich dann endlich nehmen. Kein Treffer, kein Schaden. Du hältst 25% Schadenresistenz, 25% Energieresistenz, während du sprintest. Das ist zu einem gewissen Punkt nützlich, würde ich sagen. Ach, hier geht's noch nach oben, gut. Wenn ich auf den Gegner voll zustürme, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, außer ich habe eine Nahkampfwaffe, bringt das irgendwie nichts. Wenn ich von Gegnern wegsprinte, dann vielleicht. Bringt mir... Was? Oh, nee. Ist das die neue direkt schon? Ja, verdammt. Ja, noch mehr. Immerhin ist es nur einer. Oh Gott. Boah, deine ganze Rüstung zersplittert. Verdammt, verreck doch mal. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da hier oben noch einer ist, weil der jetzt die ganze Zeit aus dem Kampf rausgehalten, oder? Ich sollte vielleicht meine andere Le Fossil Terribles. Was für ein geiler Name. Na, bleiben wir hierbei. So, und zack, hoch. Komm schon, last stand. Aber du bist jetzt voll im Mörder runtergefallen, ne? Okay, nicht ganz. Ich hier wieder hoch, ja. Weiter, Power Torso. Wie gesagt, alles nichts, weil das kaputt ist. Wow. Na komm. Wiegt jetzt echt nichts, doch eins davon wiegt was, auf jeden Fall. Verkaufen halt, ne? Ich glaube auch, wenn die kaputt sind, bringen die noch irgendwas ein. So, was haben wir hier? Das ist mal eine geile Aussicht, der. Guck mal, der Leuchtturm hier. Bei dem wir letztens erst waren, der ist von hier noch sichtbar.
Das ist mal geil. Hier würde ich gerne eine Basis bauen. Das ist ein Meister. Und das müssen wir sogar so öffnen. Für ein bisschen random generierte Schätze, ne? Ich irgendwie ranzoomen, ne? Ja, das kann nervig werden. Wohl eigentlich nicht. Also. Egal wie schwer das Schloss wie schwer Terminal verschlossen ist, ne? Boah. Weißt du, dafür eine Meistertruhe, jetzt ganz ehrlich. Das ist so blöde. Hast du mal kurz Zeit? Ich wollte mit dir über. Ja, gerne. Ja, schieß los. Ich denke in letzter Zeit oft daran, wie es mir ging, als wir uns kennenlernten. Das war der Tiefpunkt meines Lebens. Ich meine, alle meine engsten Freunde waren tot. Alles, woran ich glaubte, hatte sich als Lüge herausgestellt. Ich habe alle im Stich gelassen, die sich auf mich verlassen hatten. Ich hatte sie nach Concord geführt und wir hatten keine Chance. Und weißt du, das war mir sogar recht. Ich war bereit zu sterben. Das hatte ich meiner Meinung nach verdient. Das wollte ich. Mir war nie klar, dass du dermaßen die Hoffnung verloren hattest. Ich setzte ein tapferes Gesicht auf, solange noch Leute auf mich zählten. Nur deshalb habe ich noch weitergemacht. Was ich damit sagen will ist, also, du hast mir das Leben gerettet. Und nicht nur, weil du uns in Concord vor diesen Raidern gerettet hast. Ich meine, du hast mir meinen Lebenswillen zurückgegeben. Das hört sich jetzt wohl schmalzig an, aber es ist wahr. Wenn wir uns nicht kennengelernt hätten, oder du einfach die Raider erledigt und dich dann verzogen hättest, keine Ahnung, ob ich dann noch leben würde. Ich denke, ich hätte eine Möglichkeit gefunden, es, du weißt schon, zu Ende zu bringen. Vielleicht nicht, indem ich mir in den Kopf geschossen hätte oder so, aber einfach, indem es mir egal gewesen wäre, ob ich lebe. Also, ich wollte nur, dass du das weißt, wie wichtig mir unsere Freundschaft ist. Freut mich, dass du durchgehalten hast, Preston. Die Welt braucht mehr Leute wie dich. Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Hoffentlich war es dir nicht so unangenehm, dir das alles anhören zu müssen. Nein, ich bin daran gewöhnt. Dass mich andere wie Jesus ansehen. Dann sollten wir uns wohl besser wieder an die Arbeit machen, was? Yes! Durch das Erreichen des höchsten Verbundenheitsstufe mit Preston hast du den Skill in Eintracht erhalten. Mir sagt mir, das ist nicht ein Skill, der nur aktiv ist, wenn er dabei ist. Weil solche Skills wären blöd. Dank deiner Beziehung zu Preston verursachst du 20% mehr Schaden oder 20% mehr Schadensresistenz beim Kampf gegen mindestens 3 Feinde. Boah, das ist doch mal richtig geil. Boah, da muss man sich mal anhören, ey. 20% mehr Schaden und 20% mehr Schadenresistenz. Und da ich sowieso immer gegen eine riesige Anzahl von Gegnern kämpfe, ne? Boah. Das ist doch mal geil. Da ist. Nächste Folge können wir einen neuen Gefährten wieder mitnehmen. Hey, ich bin ganz gut, war geil. Oder mal Zeit, ey. So, was für ein Ding wiegt denn hier was? Ah, was wiegt denn hier noch eine Tonne? Gar nichts. Ja. Ist hier noch irgendwas? Wenn nicht, dann kann ich eine Party beenden. Das ist mal ein richtig geiler Effekt. Ich freue mich immer noch voll. Ja, das heißt, ich bin auf jeden Fall gefährlicher jetzt. Oh, vom Schaden. Gut, dann gibt es ja anscheinend nichts mehr. Und... ich kann den Part beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen. Tschüss. Und wohl weiß, was hier kommt. Geronimo! Wow. Tschüss.